Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema smarte Überwachungskameras interessiert. Wir schauen uns heute ein Modell vom Hersteller Hombly an. Das hier ist die Hombly SolarCam 2K. Die hat ein integriertes Solarpanel, hat eine 2K-Auflösung, insgesamt interessante Features in einem ganz kleinen, kompakten Format. Diese Kamera wollen wir uns jetzt hier in diesem Test einmal genauer anschauen. Vielen Dank an den Hersteller für die Bereitstellung des Testgeräts. Jetzt geht's als allererstes mit den Details los. Viel Spaß! Alle technischen Daten zu dieser Überwachungskamera von Hombly findet ihr natürlich bei uns im Überwachungskamera-Finder auf dem Blog. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da haben wir ganz viele verschiedene Kameras eingepflegt. Ihr könnt filtern nach den Dingen, die für euch wichtig sind, Funktionen und Features und natürlich auch nach dem Preis filtern, was wollt ihr maximal ausgeben. Ihr könnt diese Kamera auch mit anderen Kameras direkt vergleichen, findet da die Unterschiede heraus. Da könnt ihr euch also wirklich sehr umfassend informieren. Schauen wir uns zuallererst mal den Lieferumfang an. Klar, die Kamera ist im Lieferumfang und ansonsten noch ein USB-C-Kabel zum Aufladen. Ein bisschen Befestigungsmaterial und hier diese Halterung. Die Kamera hat natürlich hier auch unten so ein kleines Stativgewinde dran. Da könnt ihr das Ganze dann befestigen und könnt das dann flexibel auch in der Neigung hier und so weiter befestigen. So, die Kamera, so sieht sie aus, hat an der Oberseite ein großes Solarpanel. Finde ich immer schon sehr praktisch, dass es Kameras gibt auf dem Markt, die halt eben sagen, ne, wir brauchen hier noch ein externes Solarpanel dazu, wir haben Platz oben auf der Kamera, integrieren wir das hier direkt. Da muss ich natürlich, wenn ich schon mehrere Kameras in der Hand gehabt habe, sagen, mir fällt schon auf, gerade diese Bauweise mit den Panels hier oben drauf ist schon was, was man bei Eufy sehr häufig sieht und auch optisch macht sie einen Eindruck, als wenn die doch sehr nah daran gebaut wurde. Schauen wir sie uns aber erstmal noch weiter an. Hier vorne ist die Kameralinse, in 2K wird hier aufgenommen. Hier oben habt ihr einen kleinen LED-Scheinwerfer, hier hinten ist der PIR-Sensor drauf für die Bewegungserkennung. Hier nochmal ein kleines Statuslicht. Oben habe ich ja gerade gezeigt, das Solarpanel, hier ein kleines Stativgewinde, da wird das Ganze hier so einfach rangeschraubt. An der Seite steht Hombly, auf der anderen Seite steht auch Hombly. Auf der Unterseite hat man einen kleinen Slot, wenn man den hier so abnimmt, hat man hier so einen kleinen Reset-Taster drauf und den USB-C-Anschluss zum Laden und hier ist auch Platz für eine Micro-SD-Karte und daneben ist noch ein Schalter, um die ganze Kamera ein- oder komplett auszuschalten. Ja, und das war's auch schon. Der erste Eindruck ist so erstmal gut. Sie macht qualitativ einen schönen, hochwertigen Eindruck. Ist sehr schön klein, kompakt und vor allen Dingen auch sehr flach, wie ich sagen muss. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, was kann die Kamera denn im Praxistest leisten. Wir schauen uns da zusammen die App einmal an. Welche Funktionen gibt es, wie gut ist die Videoqualität? Und damit geht's jetzt im nächsten Schritt weiter. So, dann wollen wir uns hier mal den Funktionsumfang zusammen anschauen. Ich blende die App wie immer hier für euch ein, dass ihr schauen könnt. Die App heißt auch so wie die Kamera selber, beziehungsweise der Hersteller, Hombly. Und man merkt halt direkt, dass das sowas ist, was auf Tuya aufbaut. Also quasi eine App, die so ein bisschen für den Hersteller angepasst wurde. Also, das ist die Übersicht, wenn man alles startet. Hier seht ihr, die Solarcam ist hier schon hinzugefügt. Und wenn ich hier drauf gehe, dann wird einmal der Videostream direkt gestartet. Und ja, hier könnt ihr ihn sehen. Oben kann man die Qualität umstellen von QHD, was die höhere Auflösung sein soll, also die 2K oder SD, also eine geringere Auflösung. Den Ton könnt ihr hier einschalten. Und hier oben seht ihr auch, dass 71% Akku geladen werden. Man sieht nicht, ich kenne das von anderen Kameras, dass wenn geladen wird über das Solarpanel, dass das so eine Animation ist, also dass dieses kleine Batterie-Symbol da immer quasi zeigt, dass gerade geladen wird. Hier ist das statisch und ich dachte erst, okay, es ist zu wenig Sonne. Aber eben gerade war es noch auf 68% oder 65% und jetzt ist es schon bei über 70%. Also es lädt jetzt auch. Wir haben gerade keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern es ist recht diesig und bewölkt. Trotzdem lädt die Kamera, also das Solarpanel da oben, tut dann dementsprechend genau, was es soll. Ihr habt hier so ein paar Shortcuts unten. Ihr könnt einen Screenshot direkt aufnehmen, über die Kamera sprechen. Und wenn ihr hier nach oben klickt, dann seht ihr die ganzen anderen Menüoptionen. Wiedergabe, Album, privater Modus, Nachtmodus. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr eben Infrarot nachts haben wollt oder eben auch über diese kleine LED-Farbnachtsicht. Dann seht ihr Geräte, Volumen. Ihr könnt also quasi die Lautstärke einstellen. Wenn diese Geräte, diese Symbole hier rot hinterlegt sind, das muss man auch erstmal herausfinden, heißt das, dass das, was da hinterlegt ist, scharf geschaltet ist. Also Meldung, der Bewegungssensor seht ihr jetzt hier, wenn ich den jetzt ausschalte, dann kam eigentlich immer oben so eine Push-Mitteilung, genau, ist jetzt quasi deaktiviert.
Und dieses andere heißt, dass wenn eine Bewegung erkannt wird, wird nicht nur aufgezeichnet, sondern eben ihr kriegt auch eine Push-Mitteilung. So, stellen wir es wieder ein, Tonerkennung, die Kamera kann also auch Töne erkennen, dann kriegt ihr nicht nur eine Push-Nachricht über eine Bewegungserkennung, sondern eben auch über Töne. Ihr könnt Lampe, also Übersetzung ist alle so ganz rudimentär, ihr könnt das Licht hier einschalten, die Sirene, die ist nicht besonders laut, hat eine abschreckende Wirkung mit Sicherheit, wenn irgendjemand durchs Bild rennt und ihr aktiviert hier diese Sirene, die kann auch automatisch aktiviert werden, wenn ihr das einstellt in den Einstellungen. Richtig super laut ist sie aber nicht. So, Livestreaming ist so eine Funktion, fand ich etwas merkwürdig. Wie kann man denn überhaupt speichern? Also man kann die Bilder, die aufgenommen werden bei einer erkannten Bewegung, entweder auf der SD-Karte, die man einlegen muss, speichern oder in der Cloud. Und Livestreaming, ich habe hier vorhin mal draufgeklickt. Dann kommt man zu so einem Ding, wo jetzt hier man so einen Code bekommt gleich und den soll man dann nehmen, um zu Google oder Alexa zu streamen. Und gleichzeitig steht hier aber, wenn man das alles macht, kostet das 3,50 Euro. Ich habe es nicht ausprobiert, aber gezeigt habe ich es euch jetzt auf jeden Fall. Und hier unten auf Cloud sieht man, dass man hier auch auf einer Cloud speichern könnte und das kostet 3,50 Euro pro Monat und dann speichert die Kamera die letzten 7 Tage mit all ihren Bewegungen in der Cloud. Also, wenn ihr das in der Cloud speichern möchtet, müsst ihr dafür bezahlen. Alternativ auf einer SD-Karte. Wieder zurück. Habe ich jetzt hier noch was vergessen? Nee, das ist erstmal so das Wichtigste. Man kann hier auch noch in den Einstellungen ein bisschen was einstellen. Hier unten Grundfunktion, zum Beispiel Bildspiegeln, Wasserzeichen, Statusanzeige, Einstellung des Erkennungsalarms. Hier kann man alles, was man eben mit den Shortcuts machen konnte, noch so ein bisschen besser. Aktivitätsbereiche, Körpererkennung. Wenn man das hier so einschaltet, dann erkennt er eben auch nicht nur eine Bewegung normal, sondern das soll dann halt Körper, wahrscheinlich soll das sowas wie Personenerkennung bedeuten. Okay, Timeout habe ich leider auch relativ häufig gehabt. Scheinbar ist die Kamera gerade zu weit weg, aber auf jeden Fall habe ich es hier nicht hingekriegt. Alarmintervalle, also wie oft soll bei einer erkannten Bewegung die Kamera erneut einen Push auslösen? Soll die Sirene auslösen direkt bei einer erkannten Bewegung? Bewegungserkennung kann man hier die Empfindlichkeit einstellen. Energieverwaltung, restliche Akkulaufzeit wird euch hier angezeigt. Offline-Meldung, wenn die Kamera offline ist, Cloud, Firmware-Updates sind gerade keine da. Das sind so die Einstellungen, ist jetzt nicht so richtig viel. Ja, und das war es tatsächlich, was man in der App zeigen kann. Man kann hier auch noch auf das Zuhause 10 könnte man noch einstellen, also so eine Wenn-Dann, aber das funktioniert natürlich, wenn man jetzt hier eine Kamera hat, erstmal noch nicht. Gehen wir wieder zurück und zwar hierhin. Schnellzugang, seht ihr, habt ihr auch noch mal so ein paar schnelle Zugriffspunkte. Und ja, das ist es so in der App. Sprechen wir mal über die Zuverlässigkeit und Qualität der Kamera. Es ist hier eine 2K-Auflösung. Ich denke mal so, wie man das hier auf dem Bild sehen kann, ist das ein schön klares Bild. Gerade draußen im Innenbereich ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es manchmal so ein bisschen rotstichig ist, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse gerade sind. Aber man kann halt alles erkennen. Gibt es Kameras mit einer höheren Auflösung, wo das Ganze ein bisschen klarer ist? Jo, definitiv. Aber ich sag mal, um das zu machen, was die Kamera machen soll, halt eben Personen erkennen und dass man auf der Aufnahme später auch was erkennt, das langt allemal. Nachts sah das auch völlig in Ordnung aus. Habe ich ja hier mit unseren Testbildern einmal gemacht. Also macht ihr das Bild immer einmal bei Tag. Dass ihr das vor allen Dingen auch mit anderen Kameras, die wir schon getestet haben, könnt ihr euch die Testbilder einfach nebeneinander stellen. Wenn ihr die Videos einfach mal nebeneinander öffnet, seht ihr es einmal per Tag, einmal per Nacht, einmal bei Nacht mit dem Infrarotmodus. Und einmal auch mit dem eingeschalteten LED-Licht. Sieht in Ordnung aus. Gibt Kameras, ja, die haben eine höhere Auflösung, sieht alles noch ein bisschen schärfer aus. Es ist aber meiner Meinung nach ausreichend. Die Bewegungserkennung hat hier bei mir im Test auch funktioniert. Einfach nur eine App, muss ich sagen. Da gab es immer so ein paar Sachen, wo ich jetzt wie eben gerade gezeigt so manchmal Timeouts hatte bei den verschiedenen Dingen. Aber ansonsten ist es alles sehr einfach gemacht. Die App ist jetzt auch nicht die intuitivste, muss ich sagen. Nehmen wir mal zum Beispiel Apps von Eufy oder so. Da ist die App mit der Oberfläche einfach super schön gemacht und man findet alles ganz genau. Hier ist es, ja, sagen wir mal, einfach ausreichend. Ja, ich denke mal, das langt für den Funktionsumfang. Fassen wir alles Wichtige einfach nochmal ganz kurz zusammen. Meine Meinung zur Hombly Solarcam 2K. Musik
Fassen wir mal das Wichtigste für die Hombly SolarCam 2K zusammen. Also, qualitativ gefällt sie mir richtig gut, dass hier oben Solarpanel drauf ist, ist super praktisch. Ihr habt sie, also gerade in der Sommerzeit mit viel Sonne, braucht ihr euch da nicht drum kümmern, irgendwie den Akku jederzeit wieder aufzuladen. Ihr habt die Möglichkeit, auf einer SD-Karte zu speichern, kostenpflichtig, in einer Cloud. Und insgesamt macht sie einen guten Job. Also sie macht das, was sie soll. Die Aufnahmen sehen gut aus. Die 2K-Auflösung ist bei Tag und auch bei Nacht meiner Meinung nach völlig ausreichend. Bewegungserkennung, die Schwächen liegen meiner Meinung nach in der App. Die App ist erstmal, ja, macht auch erstmal das, was sie soll, von der Benutzerfreundlichkeit her. Einfach, weil ich schon mehrere getestet habe, gibt es einfach Apps. Da sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Der Preis liegt, so wie ich das gesehen habe, in der UVP bei 150 Euro. Ich finde, das ist ein fairer Preis für die Qualität. Allerdings gibt es dafür natürlich dann auch wieder eine ganze Menge Konkurrenz in dieser Preisklasse. Da müsst ihr einfach mal schauen bei uns im Überwachungskamerafinder. Da findet ihr ganz viele verschiedene Kameras und da könnt ihr auch einfach mal sehen, wo sie sich so in ihrem Preis einordnet. Ja, ich denke mal, das ist das Wichtigste, was man hier zu wissen muss. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendwas offen geblieben ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, dann findet ihr es direkt hier. Hier unten könnt ihr unseren Kanal abonnieren und da geht's zu unserem Überwachungskamera-Finder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.